Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video mit dabei heute, lieber Escation. Hallo! Na, super. Tobi, schön, dass du dabei bist. Es freut schön, mich wirklich. Dass ich dabei sein darf. Ja, Tobi, ey, geil, dass du dabei bist, Alter, an der Stelle. Leute, ich habe heute folgendes dieses wunderschöne T-Pose-Emote jetzt. T-Pose, wo bist du? Unglaublich. Genau das ist nämlich der Trick, Leute. Ah, da habe ich dich wohl geprankt, Leute. Und zwar habe ich auf Reddit mehrere Clips gesehen, unter anderem auch diesem hier. Und ihr habt es gesehen, Leute, man kann sich damit scheinbar in die Ecke stellen. Leute laufen halt an einem vorbei, weil sie denken, es ist Halloween-Dekoration. Was ich persönlich ganz nice finde. Und ich wollte es einfach jetzt mal ausprobieren. Wir landen jetzt erstmal in Retail Row, Leute. Denn da ist momentan am meisten dekoriert. Oder auch in Pleasant Park beispielsweise. Also es muss auf jeden Fall eine Umgebung sein, wo halt Halloween-Deko irgendwo steht. Das Schöne ist, meine Freunde, wenn man hier wirklich halt so steht. Wo bist du? Seht ihr? Hallo? Der Gegner ist komplett verwirrt. Also in dem Fall Tobi. Tobi, ich war die ganze Zeit hier. Ah! Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zusammen nach Retail Row. Wir landen direkt hier vorne, denn da ist so ein kleiner Halloween-Stop. Ich mache da ganz kurz. Wobei, am besten nehme ich gar keine Waffe, Tobi, außer eine kleine Sache, die ich da finde. Bau schnell das Ding ab und stell mich da direkt mal in die Ecke. Ich bin mal gespannt, Leute, ob das funktioniert. Ich kann mir tatsächlich ganz gut vorstellen, dass der ein oder andere No-Skin an einem vorbeiläuft. Weil nochmal, es gibt so viel Halloween-Dekoration momentan, dass man tatsächlich denken könnte, dass diese Vogelscheuche irgendwie mit dazugehört. Das hat so ein bisschen was von dieser I Am Stone Challenge damals von Minecraft, die ich absolut dämlich fand. Und genauso dumm ist dieses Video jetzt auch. Und deshalb machen wir es einfach nach. Super toll. So, pass auf, ich nehme hier oben die, ganz kurz die Waffe, Digga. Das ist eine AR, eine grüne, glaube ich. Oder ist schon eine mit dir, oder? Der hat schon einen Hit bekommen. Den muss ich jetzt umbringen, warte. Das ist jetzt schon wichtig. Ja, ich bleib so lange hier einfach und oh, Pistol. Und die Pistol-Challenge. Hast du ihn? Der Mate kommt. Helfe mal kurz. Hat einen Hit von mir bekommen. Wo ist er? Da ist er ja. Noch einer. Slow. Hab ihn. Ah, ne. Hab ihn. Egal. Gut. Pass auf, Tobi, folgendes. Der Halloween-Shop ist hier vorne. Hier stell ich mal dahin. Ich lock die Gegner irgendwie an oder sowas. Ja, genau, genau. Du musst eigentlich gucken, dass die hier reinlaufen, Digga. Bester Spot ist eigentlich hier oben, wenn man sich hier hinstellt, Leute. Denn hier oben sieht es quasi so aus, als gehöre ich hier hin. Wenn sich das mal anschaut. So, wenn ich mich jetzt quasi. So, ich schieß sie mal an. Da sind welche. Okay, warte. Oh! Kommen die? Krassen Headshot gelandet. Also, wenn man jetzt hier steht, Leute, es sieht halt wirklich so aus, als wäre ich irgendein Dekoartikel hier in diesem Laden. Okay, die wollen schon langsam in meine Richtung. Okay, Digga. Pass auf, wir versuchen das jetzt mal. Wenn die, glaube ich, mitten im Kampf sind, Digga, wenn die mitten im Kampf sind. Digga, was? Die sollen mir den Laden nicht hochjagen. Stehst du so gut, Tobi? Ja, boah, super, perfekt, Alter, perfekt. Okay. Leute, bei Tobi am Kanal ist bei dabei auch noch ein schönes Video von uns online gegen. Okay, die sind da jetzt, also es sind schon einige. Ich habe einen knocked. Ja, nice. Vielleicht. Also es sind vier Leute da auf jeden Fall, ne? Aber irgendeiner wird ja von denen rüberkommen, oder? Warte mal. Oh, da ist ja einer vor mir. Okay, lauf hier rüber. Ja, einer läuft hinterher. Nice. Führ den genau an mir vorbei, Digga, dann knock ich ihn, Doch, er steht da. Was ist denn mit ihm? Warum läuft der denn nicht einfach hier rüber? Ich mach Loser-Tanz, warte. Kollege. Wollen wir den einfach umbringen, Tobi? Der nervt mich so sehr. Komm, wir bringen ihn jetzt einfach um. Okay, der hängt da vorne direkt in dem Holster. Guck mal, der ist schon mega nah. Ja. Das war einfacher als gedacht. So viel dazu an der Stelle dann. Ja, aber da gibt's doch hier in der Zone irgendwas, wo man es versuchen kann. In Tilted gibt's da noch einen Laden. Ja, halt einen Halloween-Laden noch, ne? Ah, belastend, Alter. Es ist halt schwer, so. Wir müssen halt gleich beim Landen, weißt du? Ja, Battlefield's eigentlich auch noch ganz gut dafür, ne? Ja, bei dem Cornfeld, ja genau. Cornfeld. Da vorne rennt einer hoch, Digga. Ja, ich sehe die da vorne bauen. Ja, komplett daneben geschossen. Wow, hier ist einer. Digga, ich hab keine Shotgun. Der ist einfach runtergefallen. Ah, er ist gestorben. Ja, das war ein starker Kampf. Also, kann man jetzt auch nichts dagegen sagen gegen ihn. Ne? Er hat sein Bestes versucht. Ja, und was machen wir jetzt? Ja, wir holen jetzt ja schnell einen Win. Aber es sind bei dir jetzt auch viele Leute, ne? Was waren die da vorne gleich? Ist der dumm? Ja. Hä, der eine checkt ja gar nicht. Ja. Der Typ von links. Oh, da ist noch einer. Aber mehr als hier Schaden machen kann ich jetzt auch nicht an der Stelle. Einer von den beiden ist super low. Einer ist super, super low. Ich bin super, super down. Er ist super low. Er war so low, Tobi. Die waren beide so low von mir. Ich hab auf den anderen gekämpft. Gut, Leute, aber Neues, wir gehen nochmal nach Retail Row. Ich bin mir sicher, dass das funktioniert. Das muss eigentlich klappen, Digga. Also, Tobi, ich meine, ganz ehrlich, warum sind diese anderen Typen nicht rübergekommen zu uns? Sag's mir. Ja, weil die Angst hatten und weil alle in Fortnite Pussy sind, ne? Weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Er läuft mir hinterher. Hast du eine Waffe? Okay, Leute, passt mal auf jetzt. Nein! Genau in dem Moment sind meine Arme runtergegangen. Hau ihn tot, hau ihn tot! Wie viel HP hat er noch?
Digga, ich habe ihn so hart geklängert, aber auch mega hart. Junge. Genau in dem Moment sind meine Hände runter, sind meine Hände runtergegangen, Alter, neben mir stand. Der ist zuerst vorbeigelaufen, dann auch ein Laden, Alter. Also Leute, auf geht's an Retail Row. Ich glaube, der Halloween-Laden ist einfach dafür der beste Ort. Ich meine, vor der Tür, genau das, was ich gesagt habe, man sieht ja, wenn die Hände sich bewegen. Und wenn man in so einem Battle drin ist, also ich glaube, dass das schon funktionieren kann. Ich glaube, dass das schon... Vor allem, wie du da vorstandest. Der Typ ist ja wirklich an mir vorbeigelaufen, Alter. Und genau in dem Moment, weil die Figur macht er quasi so... Und dann gehen die Hänge ganz langsam runter. Aber egal. Ich geh direkt wieder dahin, mach die Kiste auf. Tobi, stell mich sofort dahin und du musst einfach Leute darüber kiten, okay? Du sollst eigentlich nicht mal Waffen suchen, einfach gleich hinstellen. Nee, so. Digga, ich brauche eine Waffe. Ich will den ja killen, wenn ich da stehe. Das ist ja noch witziger. Das ist ja das Ziel, Tobi. Weißt du, was ich meine? Ich find's nicht lustig einfach. Ich find's schon lustig. Das kannst du. Nee, wir brauchen es auch nicht diskutieren, was lustig ist und was nicht. Fuck, Digga, jemand ist im Halloween-Laden drin, Tobi. Ich stell dich trotzdem einfach hin. Digga, ich bring dir die sind da Waffe. Drin. Ja, das schenken die schon nicht. Jetzt muss ich mich bewegen. Hinter mir ist jemand. Hast du eine Waffe, Tobi? Nee. Echt nicht? Nee, du? Nee. Nein! Ihr kennt ihn mit der Umkleidekabine. Ich hab einer geprankt. Er sieht mich nicht. Achtung, da, Tobi! Guck mal, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Ja, sein Mate. Sein Mate hat dasselbe gemacht. Echt bin jetzt? Ich bin darauf reingefallen. Was? Ich bin darauf reingefallen. Als ob du Trottel. Er stand, ich schau ihn so an, deswegen hat der jetzt das auch gecheckt hier. Der hätte es niemals gecheckt. Digga, man muss erst so voll nachdenken. Oh Mann. Lol. Okay, wir versuchen das nochmal, Leute. Wir kommen. Es ist so also, stark. Ich glaube, es funktioniert wirklich, oder? Ich meine, wenn es bei so... Ja gut, ich meine, du bist ja nicht der hellste... Ach, ist ja auch egal. Hey. Meinst du, es kommt jemand rein? Muss. Da oben, die bauen was ab. Die laufen gerade alle außen rum. Da ist einer. Da ist einer vorbeigelaufen. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich einfach nicht gesehen. Lol. Was? Was? Alter, was? Er hat's nicht gecheckt. Stell dir mal vor, ich hätte so eine Waffe. Tja. Da war einer. Digga, was? Er baut eine Waffe. Der hat unter dir die Munitionskiste gelootet. Guck mal, da ist unter dir eine. Der hat die gelootet. Hey, das kann doch nicht sein, Leute, oder? Alter. Hey, die checken das gar nicht. Hier Null. Sind zwei Leute einfach durchgelaufen. Hier kommt noch mal einer, Digga. Sind... Da. Oh. Oh. Guck ihn dir an. Mach irgendeinen anderen Tanz. Guck ihn dir an. Ich hab vorhin mir jetzt gekillt und dann checken die es nicht. Was? Hä? Ja. Leute, was passiert hier gerade? Er sieht dich nicht. Weißt du, er lässt mich leben? Ich hab ja wirklich keine Waffe. Okay, Tobi, soll ich ihn umbringen? Hast du eine Waffe? Nee, ne? Nee, Digga, er wird... Nimm die und ja, mach er wird, Er wird mich sofort töten. Egal, nimm die, Oh, die! Digga, nicht ihn killen, mach Team mit dem. Das ist ein Ehrenmann. Komm, killt ihn. Du darfst nicht sterben, weil du... Nein, er ist tot. Nein! Ah, aber schade. Oh. Also, es hat funktioniert. Digga, da sind zwei Leute an dir vorbeigelaufen. Der eine, aus der Sicht, die müsste... Grüße an den Typen, der hier gerade bei mir stand, Leute. Alter, Schwede. Wir haben den Namen nicht gekriegt. Wir müssen es... Ah, egal, man sieht's ja, Man kann es ja unten sehen. Leute. Grüße an den Boy, den Thomas hier gerade nochmal im Namen erwähnt hat, Leute. Ich würde sagen, Tobi, noch eine Runde. Ich versuche es jetzt nochmal mit einer Waffe, Leute. Das funktioniert halt wirklich, Mann. Er lootet die Munitionsbox unter dir. Digga, zwei Leute an mir vorbei, Alter. Zwei Leute. Und dann der dritte, er stellt sich so vor mich einfach und macht mit. Wie cool, Mann. Richtig cooler Typ, Digga. Richtig cool. Sowas, für sowas finde ich halt Online-Games einfach perfekt. Ich liebe sowas, wenn sowas passiert. Oh, damn. Boah, über mir geht's so ab, Digga. Oh, damn. Komm schon. Nein! Ich hab mich zu früh bewegt, Digga. Aber guck mal, der hat auch voll überlegt, ne? Hast du gesehen? Ey. Er hat... Nein, Digga. Och, Mann. Ich hab mich eine Sekunde zu früh bewegt, ne? Ja. Ich glaube, ich hätte warten müssen, bis er sich umdreht, Junge. Fuck, Alter. Egal. Nochmal, Leute. Nochmal. Ich würde sagen, jetzt nach Battlefields, Alter. Versuchen wir das da nochmal, Leute. Ich glaube, dass man das mit der Waffe schon hinbekommen kann. Ich glaube, dass das schon machbar ist, auf jeden Fall. 3000 Jahre später. Junge, man kann ja auch sagen, was man will, Leute. Aber dieser Skin sieht einfach extrem geil aus, ne? Also hat auf jeden Fall was. Finde ich extrem krass. Das checkt man niemals im ganzen Leben, dass du das bist, so. Warte mal. Da kommen Granaten. Oh Gott. Okay, verpiss dich schnell. Da wird hier ins Büsch. Hoffentlich keine Granaten bei mir. Okay, ein Gegner ist an mir vorbei. Ich warte, bis der zweite bei mir vorbei ist. Guck, dass du die irgendwie um mich herum führst.
Soll ich helfen? Soll ich helfen? Nee, nee. Die haben es immer noch nicht gecheckt, ne? Fuck, ich hab einen super low, der schwarze hier, der schwarze hier. Nein. Nein, 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 nein. Oh, ja, Digga, Scheiße. Sind die an dir vorbei? Ja, die sind jetzt an mir vorbei. Okay, Leute, ihr habt, glaube ich, gesehen, man kann es schon schaffen. Man kann es schon schaffen. Wenn der andere Gegner jetzt nicht von oben geschossen hätte, ich glaube, es geht schon klar. Versucht es mal gerne selber aus, wie gesagt. Leute, es hat schon ein paar Mal funktioniert. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei. Das war's mit dem Video. Ich küsse eure Augen. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.